LNG ist zurzeit in aller Munde. Doch abseits der Frage nach LNG-Terminals als Ersatz für das Gas aus russischen Pipelines, gilt LNG ebenfalls bei vielen als Schiffstreibstoff der Zukunft. Doch worum handelt es sich bei LNG? Wie funktioniert der Antrieb damit? Und was für Schwierigkeiten birgt LNG? Und warum ist LNG im Endeffekt doch nur eine Übergangslösung? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Fairnews Zukunft. Hier werden Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Fährschifffahrt einfach und verständlich dargestellt. Dabei werden technische Zusammenhänge erklärt, einzelne Schiffe näher vorgestellt und zukunftsweisende Technologien erläutert. Wenn du davon in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Liquefied Natural Gas, kurz LNG, bezeichnet verflüssigtes Erdgas. Der Hauptbestandteil von LNG ist dabei Methan. LNG wird in der Schifffahrt als emissionsärmere Antriebsmöglichkeit gesehen und findet zunehmend auch in der Fährschifffahrt mehr und mehr Anwendung. Beispielsweise werden die Viking Grace und die Viking Glory sowie die neue Nils Holgersson mit LNG betrieben. Doch bereits seit den 1960er Jahren gibt es Schiffe mit LNG-Antrieb. Damals waren es die ersten LNG-Tanker, die das sogenannte Boil-Off-Gas, das während des Transportes in den LNG-Tanks verdampft, im Schiffskessel verbrannten und damit eine Dampfturbine antrieben. Heutzutage ist LNG nicht nur auf LNG-Tankern, sondern auf so gut wie allen Schiffstypen als Antrieb möglich. Dabei wird das flüssige, tiefkalte Erdgas in speziellen Tanks an Bord gelagert. Um es nutzen zu können, wird das Erdgas zunächst erwärmt und gelangt dann gasförmig mit geringem Überdruck zum Motor. Im Wesentlichen gibt es zwei Gruppen von Motorenkonzepten. Einerseits gibt es die sogenannten Monofuel-Antriebe, die ausschließlich mit LNG betrieben werden, und die Dual-Fuel-Motoren, die sowohl mit Diesel als auch mit LNG oder mit beidem gleichzeitig betrieben werden können. Bei beiden Technologien wird der Treibstoff verbrannt und dadurch der Motor angetrieben. Je nach Antriebskonzept unterscheidet sich dabei die Art der Zündung und der Anteil des LNGs am Treibstoffgemisch. Die Dual-Fuel-Technik bietet eine größere Flexibilität, da sowohl auf das Vorhandensein als auch auf die Preisentwicklung der einzelnen Kraftstoffe Rücksicht genommen werden kann und der Kraftstoff dementsprechend gewählt werden kann. Bei Monofuel-Antrieben ist jedoch die Effizienz und die Performance deutlich größer, da die Motoren auf die Nutzung eines einzigen Kraftstoffs ausgelegt und optimiert sind. Dennoch nutzen aufgrund der schwierigen Versorgungslage von LNG heutzutage viele Reedereien noch Dual-Fuel-Antriebe. Verkehren die Schiffe auf festen Routen, wie es bei Fähren häufig der Fall ist, und ist die Versorgung mit LNG gesichert, werden die Monofuel-Antriebe in Zukunft Überhand nehmen, insbesondere im Bereich der Fährschifffahrt. LNG als Schiffsantrieb wird oft als die grüne Lösung verkauft. Doch stimmt das wirklich? Im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen wie Marinediesel oder Schweröl sind die Emissionen von LNG deutlich geringer. Die Schwefeldioxid- und die Feinstaubemissionen werden nahezu vollständig unterbunden, der Kohlenstoffdioxidausstoß um 25-30% und die Stickoxidemissionen um 90% verringert. Somit erfüllen LNG-betriebene Schiffe die Vorgaben der internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO hinsichtlich der Obergrenzen für die Emission von Abgasen. Auch wenn die Kosten für die Umrüstung oder den Neubau von LNG-betriebenen Schiffen bis zu 30% über den Kosten für mit Schiffsdiesel angetriebenen Schiffen liegen, gehen Schätzungen der Danish Marine Authority davon aus,
dass sich die Kosten für den Einbau eines LNG-Antriebes innerhalb von 5 Jahren amortisieren. Inwiefern die Veränderungen in der Weltpolitik in den letzten Monaten da unter Umständen noch eine Bewegung in die eine oder andere Richtung bewirken, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Eine weitere interessante Anwendungsmöglichkeit betrifft die notwendigen Bunkerschiffe zum Betanken LNG-angetriebener Schiffe. Sind diese mit einem LNG-Stromgenerator ausgestattet, können diese neben der Betankung der LNG-Schiffe aus dem gebunkerten LNG Strom erzeugen und somit sozusagen einen wasserseitigen Landstromanschluss für beispielsweise Kreuzfahrtschiffe ermöglichen, ohne dass hierfür eine umfangreiche landseitige Infrastruktur geschaffen werden muss. Doch trotz dieser vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und den gut klingenden geringen Umwelteinflüssen spricht man nicht ohne Grund von einer sogenannten Brückentechnologie. Doch warum? Das Stichwort hierfür ist der sogenannte Methanschlupf. Hierbei handelt es sich um nicht genutztes oder nicht verbranntes Methan, das in die Atmosphäre gelangt. Dort hat es dann eine bis zu 25 Mal schädlichere Wirkung als CO2. Methan kann sowohl beim Transport als auch bei der Verbrennung austreten. Im Allgemeinen hat LNG dennoch einen weitaus geringeren schädlichen Einfluss auf die Umwelt als beispielsweise Schweröl. Allerdings ebenfalls nicht vernachlässigen darf man die möglichen Gefahren bei einer Leckage an Bord eines Schiffes oder bei einer Havarie eines Schiffes mit LNG-Antrieb. Methan zündet zwar erst bei 600 Grad Celsius, dennoch kann ein Leck für Menschen bei Berührung des austretenden Methans zu Erfrierungen führen. Außerdem verdrängt austretendes Methan den Sauerstoff aus der Luft, es fehlt somit die Luft zum Atmen. Die Gefahr einer großen Explosion ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da sich das LNG nur entzündet, wenn es sich in einem ganz bestimmten Verhältnis mit dem Sauerstoff in der Luft mischt. Die Gefahren durch eine Havarie sind somit vergleichbar mit oder sogar geringer als bei einem herkömmlichen Schiff, bei dem beispielsweise Schweröl austritt. Da es sich jedoch auch bei LNG um einen fossilen Rohstoff handelt, liegt die Zukunft daher ganz klar nicht bei LNG aus Erdgas. Dennoch ist der Weg hin zu LNG ein richtiger und wichtiger. So können die geschaffenen Infrastrukturen und Motorkonzepte in Zukunft problemlos für sogenannte Biokraftstoffe genutzt werden. Hierfür sind keine technologischen Anpassungen notwendig und es entstehen somit auch keine zusätzlichen Kosten. Bei Biokraftstoffen kann beispielsweise Biomethan genutzt werden. Dieser auch als Bio-LNG bezeichneter, aus biogenen Stoffen hergestellte Kraftstoff hat die gleichen Verbrennungseigenschaften wie LNG, ist jedoch erneuerbar und vermeidet dadurch deutlich mehr schädliche Treibhausgasemissionen. Jedoch ist eine nachhaltige Herstellung bisher noch nicht möglich. Ebenfalls möglich wäre die Nutzung des nach dem Power-to-Gas-Prinzip aus erneuerbaren Energien synthetisch erzeugten und dann verflüssigten Methan. Doch auch hier besteht weiterhin das Risiko, dass das Methan entweicht und in die Umwelt gelangt. Daher wird der Schritt der Brückentechnologie noch weitergehen. In Zukunft soll LNG durch Wasserstoff, Ammoniak, Methanol oder Elektroantriebe ersetzt werden. Doch bis dahin wird es noch ein weiter Weg über viele Brücken hin zu einer umweltfreundlichen Schifffahrt sein. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn ja, lass gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du mehr über einen anderen Ansatz, die Schifffahrt klimafreundlicher zu machen, erfahren möchtest, kannst du dir gerne noch die erste Ausgabe Fernews Zukunft über das Rotorsegel bei Scantlines angucken. Wenn du mehr über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Fährschifffahrt erfahren möchtest, abonniere gerne diesen Kanal und schau dir die neueste Folge Fernews aktuell an. Bis bald!